Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. So, die müssen jetzt da oben rumlaufen. Und ich präpariere, glaube ich, mit ein paar Splitterminen. Hehe. Ausgetrickst. Sie soll in Stücke geschlagen werden. Hallo, kann ich bitte weg? So. Raketenwerfer. Möchte sich noch jemand mit mir anlegen? Das ist halt nice, ne? Dass ich die Minen hier hingelegt habe. Das ist immer noch derselbe. Der ist so zerfleddert. Ist der andere weggelaufen? Aber ich hatte zwei Raider, ne? Einer ist irgendwie weggesprengt worden. Der andere... Ah, guck mal hier. Ich habe mir auch ein normales Sturmgewehr geholt, weil... Ah ja. Oh, eine Jagdflinte. Können wir reparieren mit unserer Jagdflinte? Ich glaube, wir haben ein Level up. Nice. So, reparieren auf 50. Medizin auf 50. Feilschen auf 45. So, alles mal ein bisschen hoch machen. Vor allem die 50er Werte sind wichtig. Ich hätte gerne auch Schleichen höher. Kleine Waffen hätte ich auch gerne höher. Ich glaube, ich werde das einfach mal so lassen und hier noch einen hinzufügen. So. Geil. Level 10. Wir könnten jetzt dieses Hier und Jetzt machen. Mache ich aber nicht. Auch wenn es cool wäre, für die Points zu bekommen. Mysteriöser Fremder ist natürlich interessant. Nachtmensch. Lame. Das ist eigentlich auch... Stärke auf 10. Gleichzeitig steigt ihre Schaden um 15, sobald ihre Gesundheit auf 20%. Ach so. Ja. Nö. Beim ersten Rang dieses Exos werden sie einfach nicht mehr von Tieren angegriffen. Ist eigentlich interessant, aber da ich sowieso. Mir das egal ist, das ist. Nee. Brauche ich nicht. Hier, dieser Mysteriöse ist cool, ja, kann cool sein, ne, ist nice. Finesse. Finde ich interessant. Chance, einen Gegner im Kampf einen kritischen Treffer zu versetzen. Finde ich cool. Ich will eigentlich viel Crit haben. Strahlungsresistenz interessiert mich nicht. 25 auf ihre Wetzpräzision, ja. 15 für die große Waffen, Pistole, Härte, Bleimagen, Windhund brauche ich nicht mehr, Verständnis, Kind im Herzen ist interessant, weil es gibt schon ein paar Kinder in diesem Spiel und da, ja, den... Diese einzigartige Dialogoption zu bekommen, ist halt nice. Theoretisch können wir damit auch den Schlüssel bekommen, um diese eine Dings zu öffnen. Insektenforscher. Eisenfaust. Also von denen interessiert mich nur noch Kind im Herzen, Härte und Finesse.
Den mysteriösen Fremden, ich weiß, der ist cool, aber das ist, ja, ist cool, aber nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also ist nicht wirklich wichtig. Was haben wir denn auf Abbruchexperte? Okay, das interessiert mich nicht. Leichen 60, das interessiert mich eh nicht. Heckenschütze, das ist interessant. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Bewegung 6 und Wahrnehmung 6. Das wäre auch schon ziemlich nice. Kannibale. Also Wahrnehmung 6 haben wir, aber Bewegung 6? Glaube ich nicht. Lebensspender. Finde ich cool. 30 Trefferpunkte mehr. Also TP. Leiser Läufer. 10 Punkte auf Schleichen. Laufen wirkt sich dann nicht mehr nachteilig auf den Erfolg eines Schleichversuchs auf. Ah, so, ja, nö. Dem extra Pyromane fügen sie mit dem Flammenwerfer. Nö. Robotik. Nö. Genau, das ist geil. Das ist auf jeden Fall geil. Und das Adamantium-Skelett. Yeah! Das auf jeden Fall auf Level 14 und das auf jeden Fall auf Level 12, weil die anderen Level 12 Dinger, okay, das ist noch interessant, braucht man aber eh Ausdauer 6, die habe ich nicht, also brauche ich es auch nicht. Kannibale will ich eh nicht, Heckenschütze ist noch interessant. Also ein schneller Stoffwechsel finde ich sehr geil. Für die Stimpacks. Adamantium Skelett. Seitdem wir haben so viele Stimpacks, dass ich mir dann sage, so, nee, scheiß drauf. Das will ich, egal was passiert, das auf jeden Fall. Weil dieses Körperteil scheiß ist immer kacke. Doppelt so lange Dings, Aufträge, ah ja. Auftragskiller. An jeder guten Figur, die sie töten, ein Ohr. Diese Person kann dann, genau, durch das extra Preis nehmen Personen gegen Kronkorken und negatives Karma kann verkauft werden. Es gibt noch den Konterpart dazu, und zwar Gesetzesbringer. Der ist sogar wichtig, für eine legendäre Waffe zu erhalten. Den werde ich mir aber nicht nehmen, weil brauche ich nicht. Cyborg? Okay, das ist geil. Aber dafür braucht man schon viel. Medizin 60, Wissenschaft 60. Nice, schräg. Keine Fallen auslösen. Meisterhändler finde ich auch geil. Action Girl. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das auf jeden Fall. Bessere kritische Treffer. Medikamentenresistent. Nö. Extra Special ermöglicht ihn, eine vierte Fertigkeit als Spezialfähigkeit auszuwählen, wodurch diese Fähigkeit sofort um 15 Punkte erhöht wird. Ach so. Nö, das braucht man nicht. Scheint ein Hackversuch. Also auf Level 16 finde ich das interessanteste auf jeden Fall den hier. Ja, also Level 16 wird bessere kritische Treffer geholt. Level 14 vielleicht der Meisterhändler. Und, ah ne, das Adamantium-Skelett. Vielleicht auf Level 15 dann den Meisterhändler. Schneller Stoffwechsel überlege ich mir noch. Ist zwar geil, aber vielleicht lassen wir das. Robotik-Experte. Weil wenn wir 3000 Stimpacks haben, dann brauche ich das hier nicht. Leiser Läufer. Lebensspender. Level 12 ist dann auch uninteressant. Das heißt, Level... Ich überlege gerade. Doch, Level 12 ist der Heckenschütze. Dann werde ich mir, glaube ich, die Finesse gönnen. Für die Crits. Ja. Ich glaube, der Rest ist... Ja, Härte ist noch cool. Wie gesagt, um Kind im Herzen. Ich nehme die Finesse. Ich weiß zwar nicht, was das heißt. Das Äquivalent von 5 Punkten Glück. Aber Crits sind halt geil. Ich probiere das mal. Ich habe Finesse, glaube ich, noch nie geholt. So, hier ist jetzt irgendwo so ein Radio, was die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Deswegen versuche ich auch gerade das zu übersprechen und die ganze Zeit zu reden, weil ich möchte nicht, dass das Radio hier die ganze Zeit an ist. Deswegen kann ich da drauf schießen, damit das ausgeht vielleicht. Nein, es ist la 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 la. Das Radio macht doch gar nichts. La 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 la.
Sorry dafür, aber es musste sein. Oh Gott, was hier alles rumliegt. Geil. Oh geil. Oh, noch mehr Sachen. Oh ja, hier ist so ein geiles Raider-Lager. Dann konnte ich mich noch gut erinnern. So. Erstmal ins Menü gehen. Und Waffen-Upgrades machen. Sehr gut. Sturmgewehr können wir reparieren. Können wir es nochmal? Ja, komm, gönn. So gut reparieren können wir. Let's go. 10mm Pistole mit Schalldämpfer können wir natürlich auch schön upgraden. 10mm Maschinenpistole können wir auch gut upgraden. Und da sind wir schon unter dem Gewicht, was wir... Gewichtsproblem, sage ich mal. So, Danny Boy Äpfel. Teufel Seeps. Die Myolurk Flies sind zu cool. Ich muss erstmal das, was wenig Gewicht hat, verbraten. So, und jetzt noch mit Luca. Geil. So. Weg. Hallo, weg. So. Bier will ich nicht. Whisky nehme ich mit. Whisky nehme ich noch immer mit. Ramen Stick. Was ist das? Ein Maser? Ein Maser? Mesopotamia? So, was haben wir hier? Eine geile Handbremse, noch ein Tank. Altmetall, geil. Das hier, schön. Ich frage mich halt, wie diese Finesse sich auswirkt. Da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, ich werde das gut merken. Wo hat er denn sein Sturmgewehr hingeschmissen? Der hat das auf jeden Fall gehabt. Hm. Ja, hier liegen noch ein paar Supermutanten rum. Hier oben liegt auch noch einer. Hm. Das war's schon? Ich dachte, das wäre viel geiler. Tja. Hm. Ist da unten noch was versteckt? Da liegt wirklich was, oder? Nee, doch nicht. Schade. Gut. Ja. Ist das dann durch? Ja, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nicht da runterfallen, bitte. Ist hier noch ein Ort? Wenn sich unten im Kompass das Dreieck so schnell hin und her bewegt, dann weiß ich normalerweise, dass hier ein Ort ist. Und es bewegt sich sehr schnell, deswegen hoffe ich, jetzt einfach hier einen Ort zu finden. Ist er hier schon? Nein. Oh! Wer ist das? Das ist ein Raider. Haha. Ach du Scheiße. Shit, Alter. Warum haben die alle Miniguns? Warum hatten die Raketenwerfer? Und was passiert hier eigentlich? Ich komm nicht mehr mit. Ne? Genau. Habt ihr verstanden? Hier ist auf jeden Fall ein Ort. So, hier Raider. Geil. Rakete und Springmesser.
So, hier, Rakete. Hey, wo ist der Raketenwerfer hin? Ah, da! Ah, die haben den der aus der Hand geschossen. Ach, weil der am Arsch ist. Aber kann ich immerhin noch reparieren. Jetzt haben wir einen geilen Raketenwerfer, ne? Gönn mir. So, hier ist der Ort jetzt, hier unten. Oh, was? Nein. Hier gehe ich auf... Nein. Hier gehen wir sehr schnell weg. Hier werden wir wegfliegen von... Nee. Alter, Höhle von Rock Creek, leck mich. Das... Nein, da gehen wir nicht hin. Ganz sicher nicht. Da gehen wir nicht hin. Ich will nicht dahin. Ich reise jetzt übrigens nach Megaton, damit ich die Scheiße ablegen kann. Die ich dabei habe. Also die Minigun würde ich gerne behalten. What the fuck? Ist da einfach so ein... Die Rock Creek Höhle. Alter. Kannst du mir nicht erzählen einfach. Haben wir ein Lasergewehr hier drin? Ja. Packe ich das mal so mit da rein. Den Raketenwerfer tue ich mit da rein. Den Rest behalte ich. Weite deines Amtes. Geh weg. Hatten wir noch irgendwas, was ich behalten wollte? Von den sonstigen Sachen? Genau, den alten Teil. Sonst, die Fokusbücher noch. Und das restliche Zeug. Quantum noch weg. Und den Rest nehmen wir mit. Und verkaufen den. Weil vielleicht hat die geile Lady noch ein paar munitionstechnische Sachen für uns. Das wäre nicht schlecht. Aber okay, wer kann denn auch wissen, dass man einen Raketenwerfer und eine Minigun direkt zu Anfang bekommt. Aber es ist zum Glück morgens. Dann muss ich nur 2 Stunden warten. Wie läuft? Ist es Ihnen gelungen, heraus? So, warte. Angebot erstmal. So, hier den kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben. Sturmgewehr nehme ich mal nicht mit, weil ich eh keine Muni habe. Also, weil ich das chinesische ja habe. Hier ist nix. Das hier. Und das da. Ach so, ja, die muss natürlich auch Sachen für mich haben. Geil, die hat nicht so viel. Oh, die hat eine Kampfrüstung. Ja, okay, die Kampfrüstung kann ich mir kaufen, wie gesagt. Stimpack hat sie auch noch. Sonstiges interessiert mich nicht. Munition. Ja, geil. Gib mir die Stimpacks. Alle. Was noch? So, Blechdose, Cherry Bomb, Motorrad, Handbremse, OP-Schlauch geht auch noch rein. Und das war's. Gute Jagd! Ja, Ausrüstung reparieren. 12? Ja, komm, gönn. 12 auch gönn. So. Gut. Dann verkaufen wir dir die geile andere Kernspaltungsbatterie. Nein, das nicht. So, weil wir haben hier jetzt ein höheres Reparaturlevel. Deswegen können wir die vielleicht geiler machen. Deswegen kaufe ich mir dafür auch die geile Kampfrüstung. Und noch eine. 2 Kampfrüstungen. Gute Jagd! Damit ich meine Rüstung reparieren kann. So. Was? Ich kann die noch weiter verbessern. Aber ich mach das nicht. Ich mach das mit der jetzt hier. Ich mach die jetzt auf dem Level. So. Geil. Dann sind wir ein bisschen besser ausgestattet. Gut. Papa sagt, dass ich nicht mehr. Ja, ciao. Friendship Heist. Ja, tschüss.
Ja. Jetzt können wir nämlich weiter hier machen. Mit, okay, das ist natürlich blöd, dass die jetzt keine Muni für uns hatte, ne? Na, wir nehmen mal das Schwert in die Hand, ne? Ich weiß, die waren zwar nicht böse, aber ich habe sie trotzdem weggehauen. Weggehauen! Hey, wait, du hast was gut? Ach so, du hast nur so Schrott. Ich dachte schon, ich hätte was nicht gelootet. So, wir können jetzt dahin gehen. Da sind wir eben reingegangen. Kann natürlich sein, dass das hier die Verbindung ist. Ja. Das ist die Verbindung sogar. Habe ich nicht mitgenommen. Nee, nee, habe ich nicht mitgenommen. Ich meine, jetzt haben wir eh ein leeres Inventar, deswegen können wir die reparieren und dann mitnehmen. Und da wir ja besser reparieren können, wird die jetzt auch krasser repariert. Und dadurch ist die jetzt 105 wert. Das heißt, die lasse ich hier, die andere nehme ich mit. Ist doch ein geiler Deal. Hey! Ich war hier noch nicht. So. Sehr gut, dass ich nochmal hier vorbeigeschaut habe. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen. Ach, von da bin ich gekommen. Wo kommt die denn her? Bin ich nur eine Kiste? Nichts drin. Harrogate West. Ja, die Frage ist nur, wo muss ich hin? Ich bin doch von hier gekommen, oder? Oder bin ich von da hinten gekommen? Ich weiß es schon, ich hab's schon vergessen. Ich meine, wir wären da hinten rausgekommen. Oh. Die ist wieder nicht auf der 2. Das ist ein kleiner Trick, den ich euch mal gerade gezeigt habe. Und zwar in den Wetz-Modus gehen, nachdem man nachgeladen hat. Dadurch wird automatisch die Zeit natürlich verpausiert, ne? Und man zielt direkt in die Höhe des Kopfes und dann den Wetz-Modus einfach beenden und weiterballern. Dadurch spart man sich die Wetz-Points und man kann den Gegner easy weghauen. Nur mal so als kleinen Trick. Und man kann natürlich geile Schleichangriffe machen. Dafür müssen wir aber Schleichen noch mehr leveln, auf jeden Fall. Hat sich festgepackt, oder? Ah.
Ciao. Die haben auch immer scheiß Loot dabei, ne? Was mich nur wundert, ist, dass die... die Supermutanten nichts gegen die Ghule unternehmen. Kritischer Angriff. Das ist schon cool. Also ich habe das Gefühl, dass wir trotzdem mehr Crits machen. Da unten ist nichts. Ich habe das Gefühl zumindest. Ob es so ist, keine Ahnung. So, geile Mülltonne. Hier wird sowieso nichts sein bald, ne? Ich glaube, da hinten ist noch ein Gegner, der noch weggelaufen ist. Alter, das ist eine riesen Metallkiste. LOL? Warum ist die so riesig? Cool, die ist so groß wie ich bald. Und die fette Metallkiste. Hier ist nichts. Oder war das der Gegner, der weggelaufen ist? Das kann natürlich sein. Natürlich ist hier was drin. Bleirohr nehme ich mal mit, nicht mit. Den haben wir einfach weggeschossen. Hier ist auch nichts. Gut, nach oben. Ich durchwühle auch nicht alles, also gehe nur einmal alles ab. Aber ich durchwühle jetzt nicht jeden einzelnen Mülleimer. Oh geil, hier ist nichts drin. Gut. Dann gehen wir nach hier. Hey! Die wollen immer abhauen, ne? Und dann greifen sie sich am Ende von hinten an. Nee. Wo machen wir dann aber nicht? Okay, ist kein... kein Gegner mehr. Geil, Quantum. Eine Quantum für deinen Trost. Ein Quantum Trost. Hallo? 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 Oh, cool, hier. Hätten wir das Bleirohr mal mitgenommen. Warum lag hier eine Mine vor dem Ding? What the fuck? Das sieht auch irgendwie cool aus. Ja. Ich glaube, wenn ich da weitergehe, startet die Hauptquest. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.